Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ist ab einer neuen Folge GTA 5 Online. Tipps und Tricks. Neues Live-Tuning ist hier am Start von diesem geilen Flugzeug da hinten, nämlich der Western Company Seabreeze. Die kam gestern raus am 31. Oktober 2017, hat die Rockstar Games am Dienstag in den Shop von Elites Travel hinzugefügt. Und das Ding ist in einem Punkt richtig krass, weil ihr fragt euch sicherlich, warum hypt ihr das Ding so? Ja, es ist wirklich krass in einem Punkt, weil es praktisch unzerstörbar ist. In einer ganz bestimmten Sache. Aber da komme ich später nochmal drauf zurück. Jetzt erstmal zu den anderen Hintergrundsachen, Hintergrundinfos, Real-Life-Anspielungen, Tuning und so weiter. Wir gucken erstmal kurz auf die Website, wo wir es genau kaufen können. Hier, Elites Travel übrigens, kleines Easter Egg. Hier haben wir ja auch die Western Company Seabreeze im Logo drin. Wenn wir hier drauf gehen, können wir schon mal sehen, hier könnt ihr die kaufen für 850.000 GTA-Dollar. Ist jetzt nicht so krass vom Preis her, wenn wir es mal mit den anderen Flugzeugen vergleichen. Aber ich wollte mal sagen, so im Mittelklasse-Segment vom Preis her. Ihr könnt schon sehen, das Ding ist ein Zweisitzer, also da passt ein Pilot rein und noch ein Co-Pilot. Wird hergestellt von der Firma Western Company, also die Leute, die auch den Cargo Bob gebaut haben, den Rogue und noch einen Haufen andere Flugzeuge. Das Coole ist, es hat Amphibienfähigkeiten, also es kann auf dem Land starten und landen und natürlich auf dem Wasser starten und landen, was sehr praktisch ist. Und soweit ich weiß, ist es in GTA Online das dritte Flugzeug, was diese Amphibienfähigkeiten hat. Im Real Life basiert das auf der Seawind 300C, also ihr könnt schon hören vom Namen her, das Ding heißt Seabreeze und das Original heißt Seawind und das heißt beide so viel wie Meeresbrise oder Seebrise. Im Real Life ist die Seawind 300C ein Viersitzer, also im ganzen Gegenteil hier zu der Seabreeze, die hat nur zwei Sitze und wurde das erste Mal 1982 auf die Startbahn gelassen. Der Preis liegt da bei 420.000 US-Dollar, also nur mal zum Vergleich hier Real Life Preis mit dem Spielpreis. Und woran kann man das erkennen? Wir können es auf jeden Fall erkennen an diesem gesamten Design, also wenn wir mal schauen, wo da oben der Propeller sitzt, genauso wie bei der Seawind. Oder zum Beispiel auch an den Flügelenden, die sind so nach unten gebogen, ganz klares Indiz dafür. Und dann noch an der Kabine und ja, das komplette Design halt. Bevor wir jetzt zu den Vor- und Nachteilen von der Seabreeze kommen, werden wir das Ding jetzt erstmal auftunen. Also jetzt kommt erstmal das Live-Tuning, kurz reinsteigen, reinhüpfen und werden wir sehen, was wir so tun können. Steuerkreuz rechts und Panzerung, auf jeden Fall beste Panzerung. Ich glaube, so viel wird es nicht sein, Gegenmaßnahmen. Dann nehme ich am liebsten immer die Täuschkörper. Ich glaube, die sind am effektivsten. Dann Motor natürlich EMS4, beste. Dann bei Steuerung natürlich die Rennsteuerung, beste. Dazu sage ich euch nachher nochmal was zum Handling. Also vom Design her werde ich mich auf jeden Fall am Original orientieren, also an der Seawind. Und gucken wir mal, was wir hier haben, was wir so machen können. Wir haben blaue Sternschnuppen, gelbe Sternschnuppen. Das sieht ein bisschen aus wie von so einer Kunstflugshow. Und da hinten steht der Name dran, so Seabreeze. Könnt ihr es sehen? Da hinten. Okay, dann haben wir noch roter Sonnenanbeter, blauer Sonnenanbeter, blauer Wellenreiter, das sieht ziemlich cool aus, roter Wellenreiter, blauer Ozean und orangener Ozean. Alles sehr fresche Designs und das sieht ziemlich original aus. Von daher werde ich das hier nehmen, blauer Sonnenanbeter und Lackierung, wir haben Primärfarbe und bei der Primärfarbe auf jeden Fall Metallic. Da ändert sich hier das komplette Oberteil und da werde ich auf jeden Fall ein Eisweiß nehmen. Und für sekundär glaube ich auch, weil das Ding war im Real Life so komplett weiß und hatte noch diese blauen Streifen dran. Und wenn ich jetzt hier was ändere, da, genau, da verändert sich unten am Boden noch was, also hier unten, schaut mal, da. Und oben der Bereich um den Propeller und Höhenruder. So, ich glaube hier werde ich auch wieder ein Eisweiß nehmen, um das Ding halt komplett in weiß zu halten. So, perfekt, Alter, das sieht ziemlich cool aus. Und hinten habe ich auch nochmal, am Seitenruder da in der Nähe, habe ich ein Seabreeze-Logo. Finde ich cool. Was haben wir noch? Wir haben Lackierung verkaufen, Waffen haben wir noch als letztes. Bomben, Digga, ich frage mich gerade, wohin willst du hier 50 Bomben packen? Ja, weil wir haben einmal 50 Sprengbomben, 50 Brandbomben, 50 Gasbomben oder Streubomben. Digga, okay, es ist so ein kleines, buckliges Flugzeug, ja, was ungefähr die Größe von der Cessna hat, aber du kannst hier echt 50 Bomben reintun, alles klar. Ich nehme dafür hier die 50 Streubomben, weil die gefallen mir irgendwie mit am besten, haben mit die beste Sprengkraft, sind am effektivsten. Primärwaffen können wir noch ein Maschinengewehr draufknallen, 7,62 mm. Das seht ihr hier, links und rechts an den Tragflächen sind die dran. Und ja, warum nicht? Das Ding ist jetzt nicht wirklich geeignet für offensive Sachen, aber hey, zumindest können wir uns ein bisschen verteidigen. Wir gucken uns das Ding jetzt mal von draußen an und ich erkläre euch noch die ganzen Vor- und Nachteile und natürlich den allergrößten Vorteil von der Seabreeze. Unsere voll aufgetunte Seabreeze von draußen mit diesem geilen weiß-blauen Design passt perfekt irgendwie zum Wetter. Wir haben hier blauen Himmel und weiße Wolken, sehr geil. Und wir schauen mal eben kurz, wie lange das braucht, um abzuheben. Mal kurz erstmal nochmal in die Ego-Sicht, damit wir nochmal das Cockpit sehen können. Ja, ganz normales Cockpit. Nichts Besonderes. So, starten wir mal. Circa, ich sag mal, 3 Sekunden maximal
und das Ding hebt ab. Ihr könnt das Fahrwerk einklappen. Das sieht so ein bisschen aus, wie wenn so ein Käfer seine Beinchen so einzieht. Irgendwie ziemlich strange. Und es ist vom Topspeed auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es kann locker mithalten mit der Mallard oder zum Beispiel dem Howard NX25 und hat auch für seine Größe, für seine Form ein richtig gutes Handling. Also kommt ziemlich gut um die Kurven, könnt schon ziemlich krasse Flugmanöver machen. Also es reicht schon, geht schon so in die Richtung Kunstflugzeug, würde ich sagen. Nicht ganz, aber auf jeden Fall, das Handling ist echt Bombe für das Teil. Dann mal nur kurz die Waffen austesten. Maschinengewehr. Und jetzt mal Steuerkreuz rechts, Bombenschacht aufmachen und mal eben noch die Streubomben testen. Mal kurz hier rumdrehen. In die Bombencam. Und X gedrückt halten. Wir droppen mal eben so ein paar Streubomben. Why the hell not? Ja, sieht ziemlich fresh aus wie immer. Ich liebe das eigentlich, wenn diese Bomben da auftreffen und sich so zerteilen, diese kleinen Stückchen. Wir werden jetzt gleich nochmal testen, wie sich das Ding landen lässt. Aber erstmal noch kurz die Täuschkörper austesten. Steuerkreuz rechts einmal drücken. Kennt das schon, aber einfach so, weil es cool aussieht. So, Fahrwerk raus und mal schauen. Auf die Bremse. Ja, mega, mega einfach. Also so krass. Wenn wir es mal vergleichen, zum Beispiel mit der Alpha Z1 oder mit dem Howard NX25. Die sind so krass rumgesprungen und du hast so schwer den Speed rausgekriegt aus dem Flugzeug. Also bis du da zum Stehen gekommen bist, dass da, keine Ahnung, da warst du da hinten an der Landebahn und bist rumgesprungen wie so ein Flummi. Aber das Ding landet sich so easy. Also das ist ein Vorteil. Es startet relativ schnell für seine Größe und landet auch relativ schnell. Also super einfach. Für die Leute, die jetzt nicht so viel Skill haben, denke ich mal, es ist perfekt geeignet, falls sie sich das kaufen wollen. Noch ein klarer Vorteil von der Seabreeze ist, dass der Propeller da oben angebaut ist. Also ist ziemlich gut vor Schaden geschützt. Nehmen wir an, ihr fliegt irgendwo tief und braucht da nicht so viel Angst haben, dass ihr irgendwelche Baumwipfel mitnimmt und sofort explodiert oder so. Oder zum Beispiel, wenn irgendwo Freunde von euch stehen und ihr fahrt da so ein bisschen rum, ja, braucht ihr auch keine Angst haben, dass ihr die wegschreddert mit dem Propeller oder dass ihr euch selbst wegschreddert. Ist mir schon mal passiert mit der Thule. Ja, ich bin ausgestiegen und einfach mal am Propeller gerannt, weil ich es einfach nicht gecheckt habe oder weil ich nicht dran gedacht habe. Aber hier ist das ziemlich gut gelöst mit dem Propeller. Und jetzt, ich weiß, ihr habt drauf gewartet, wir kommen jetzt mal zum allergrößten Vorteil von der Seabreeze. Das Ding ist nämlich unzerstörbar in diesem Punkt, in diesem ganz bestimmten Punkt. Und das ist der Punkt, wenn ihr auf Wasser landet. Aber nicht nur ganz normal auf Wasser landet. Ihr könnt damit, egal wie, auf Wasser landen. Ob ihr schräg aufs Wasser aufkommt, ob ihr kerzengerade aufs Wasser aufkommt. Es ist vollkommen egal. Das Ding ist unzerstörbar. Ich habe es bis jetzt noch nicht kaputt gekriegt. Pass mal auf. Ich fliege jetzt kerzengerade nach unten. Full Speed. Wirklich Full Speed. Ohne Scheiß. Und das Ding geht, Achtung, einfach mal auf Tauchstation und fliegt wieder aus dem Wasser raus. Alter, ich hab's wirklich nur durch Zufall gesehen. Ich hab's durch Zufall mitbekommen, weil ich irgendwie wieder unaufmerksam war und bin dann gecrashed ins Wasser reingeflogen. Dachte, what the fuck, ist es los? Ist das Ding gleichzeitig noch ein U-Boot oder so? Ich dachte erst, es ist wirklich ein Glitch, dass das Rockstar Games irgendwie noch patchen wird oder so. Ich weiß es nicht. Aber es klappt, Alter. Du kannst, egal aus welcher Position, hier ins Wasser reintauchen und es passiert einfach nichts. Ja, du kannst jetzt hier so schräg so ein bisschen durch die Wellen fliegen, passiert nichts. So, das Einzige, was passiert, ihr könnt schon ahnen, wenn ihr zu lange auf dem Rücken rumkrebelt. Aber selbst dann schafft ihr es noch, das Ding umzudrehen. Das ist so krank. Das ist so krank. Komm, komm. Ah, scheiße, ich hab's nicht mehr geschafft. Aber ihr könnt es noch schaffen. Hey, es ist einfach krass, was das angeht. Also auf dem Wasser ist es praktisch unzerstörbar, solange ihr damit nicht auf dem Rücken rumschwimmt. Ihr könnt wirklich durch die Wellen durchballern. Ihr könnt von oben kerzengerade nach unten mit Fullspeed aufs Wasser knallen, es passiert gar nichts, Alter. Ich habe es noch nicht geschafft, das Ding zu zerstören. Es ist somit das einzige Flugzeug in GTA Online, womit ihr sowas machen könnt. Also das im Wasser unzerstörbar ist. Ich kenne es nicht von der Thule, ich kenne es nicht vom Dodo, nur von der Seabreeze. Ich meine, wir können es mal eben kurz mit der Thule austesten, gucken, was da passiert. So Leute, Thule ist am Start, frisch aus dem Hangar rausgeholt, komplett unbeschädigt. Und wir probieren das, was wir mit der Seabreeze gerade probiert haben. Jetzt auch nochmal mit der Thule aus, schön hochfliegen. Ich glaube, das reicht schon. Und jetzt werden wir mal im Kerzengerade ins Wasser crashen und mal sehen, was passiert. Ich glaube nicht, dass das Ding das so gut wegsteckt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Alter. Und ihr könnt schon sehen, das raucht schon. Also die zwei rechten Triebwerke, die zwei rechten Propellertriebwerke, die sind schon extrem beschädigt. Nicht extrem, aber schon so, dass man sagen kann, Alter, das Ding macht's nicht mehr lange. Also so ein Sturz aufs Wasser beschädigt schon die Thule ganz schön stark, kann man sagen. Und ich würde es auf jeden Fall nicht nochmal probieren. Ihr seht schon, die zwei Propeller fallen schon aus. Ich kann kaum noch steuern und werde jetzt einfach mal wieder zur Seabreeze wechseln. Ich feiere es immer wieder. Ey, das ist schon mal deutlich besser, oder? Dass ihr euch keine Sorgen machen müsst, wenn ihr einfach mal zu hart aufs Wasser aufkommt oder einfach durch die Wellen so durchklatscht.
Es passiert einfach gar nichts. Ich meine, ich habe noch Ausrufezeichen, Fragezeichen im Titel gemacht und im Thumbnail, weil ich wusste halt nicht, kann man es vielleicht doch irgendwann schaffen, das Ding zu zerstören, wenn man diese Action hier macht. Ich weiß nicht, ihr könnt es gerne mal ausprobieren und mir in die Comments hauen, ob ihr das geschafft habt. Aber wie gesagt, bitte nur so, dass ihr nicht auf dem Rücken irgendwie ins Wasser fliegt, weil dann ist klar, dann geht's halt kaputt. Aber so normal, das heißt normal, so normal eintauchen, Kerzen gerade eintauchen, durch die Wellen fliegen so. Und vielleicht kriegt das ja hin, dass es dann explodiert. Ich meine, gut, einige fragen sich natürlich, na wozu soll das jetzt gut sein? Ich meine, ja okay, das geht jetzt nicht kaputt, aber was kann ich damit praktisch anfangen? Na, nehmen wir mal an, eure Kumpels sind zum Beispiel da hinten am Del Perro Pier, machen da irgendwie Action oder so und du sollst hinkommen. Könnt jetzt sagen, okay, ich fliege jetzt raus, aber dann ist eure Maschine kaputt, also wenn es zum Beispiel rausspringt. Ihr könnt es jetzt so machen, ihr könnt zum Beispiel einfach, wenn ihr jetzt hier irgendwie am Fliegen seid, nach unten crashen und bam, ihr seid sofort im Wasser, seid gelandet, könnt aussteigen, ja. Also ihr könnt so eine sofortige Punktlandung irgendwo hinmachen, ja, zum Beispiel war es vorhin so, ich wollte mich umziehen, habe mir noch mein Batman-Outfit ausgezogen und dachte so, shit, wie kannst du jetzt am schnellsten landen in der Nähe von dem Klamottenladen? Und bin dann einfach hier ins Hafenbecken rein, also hier in den Yachthafen und ja, sofort zum Stehen kommen, schnell raus, ab zum Sachenladen, ja. Einfach hier so rein, bam, scheiße, Alter. Natürlich aufpassen, dass ihr nicht auf dem Rücken landet und dann umziehen und sofort wieder einsteigen, losfliegen. Das ist so saupraktisch, ihr könnt damit die geilsten Landungen ever machen, ihr seid sofort am Start. Und das ist wirklich der allergrößte Vorteil von der Seabreeze. Und von daher für mich auch das beste Flugzeug vom Smugglers Run Update für Wasserlandung. Ja? Also als bestes Amphibienflugzeug für so eine Wasseraction, falls ihr gerne auf dem Wasser unterwegs seid und ein bisschen Stunts macht. Jetzt kommen wir kurz noch zum Nachteil. Nachteil ist, das Ding ist halt nicht wirklich gut gepanzert und hat auch nicht wirklich starke Bewaffnung. Also ich würde es eher so als Fluchtflugzeug nehmen und nicht unbedingt als Flugzeug zum Angreifen. Jo Leute, und das war's auch schon mit dem Live-Tuning und dem Test vom Seabreeze. Dachte erst, wird ein ziemlich langweiliges Live-Tuning, weil ich so gedacht habe, naja, sieht irgendwie öde aus und ich glaube, man kann jetzt nicht viel mit dem Ding machen. Aber dass es diese geile Fähigkeit hat, Alter, hätte ich echt nicht mit gerechnet. Von daher ist es zurzeit mein Lieblings-Amphibienflugzeug vom Smugglers Run Update. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Natürlich für alle, die noch viel Geld in GTA Online brauchen, die können mal gerne in die Videobeschreibung schauen. Da habe ich wieder die Bestellseite und die Facebook-Seite von meinem Modder-Team Extreme Modding verlinkt. Da gibt es zurzeit ziemlich coole Rabatte auf PC-Unlock-Alls. Danke fürs Zuschauen jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Mal gucken, was passiert. So machen? Schaffen wir es noch? Nein, schaffen wir nicht. Oder schaffen wir es? Nein. Kacke.